So, da sind wir bei Let It Die. Weiter geht's. Die guten Nachrichten gleich zum Anfang. Der Krieg mit Kanada ist beendet. Wir mögen uns wieder. Alles gut. High Five. Die kriegen ihre komischen, haarigen, gewaltigen Elche mit den großen Geweihen, Sambonis und all die Hockeystöcke. Entschuldigen sich auf dem Weg zurück, denn Deutschland hat gewonnen. So sieht's aus. Wir haben gewonnen. 20.500 jeweils bekommen Kohle und Spliffium und ein bunter Gummischädel. Ich freue mich auf jeden Fall. Es hat sich definitiv gelohnt, am Krieg teilzunehmen. Und ich habe alles Mögliche eigentlich schon gemacht hier unten. Ich habe mit Hitler getradet, habe mir die Preise abgeholt, neue Hammer gebaut und ein Baret mittlerweile. Ein schickes Baret, das fast schon zu meinem Mantel passt. Ja, wir steigen auf jeden Fall weiter den Turm. Jetzt wollte ich gerade Berg fast sagen. Nein, den Turm nach oben. Etage Nummer 9, Nashiguchi. Ich finde immer noch, das klingt wie ein CEO von Nintendo. Dass ich irgendwie auf der Bühne bei einer Presseshow im Kopf und Kragen redet und dir verkaufen will, dass es eigentlich ziemlich geil ist, was er gerade in der Hand hält, aber du wirst es wahrscheinlich nicht brauchen, genauso wie 90% aller anderen Leute über 14. Passiert. Nashiguchi. Schauen wir doch einfach mal. Muss ich hier meine Schuhe ausziehen? Das ist so ein Papier-Wendehaus. Okay, Nummer 9. Hier geht's. Es gibt nur einen Ausgang. Einfach direkt nach oben Richtung Etage. Wer hätte es gedacht, Etage Nummer 10 ist die nächste. Und hier ist ein Stempelautomat. Oh shit, next level. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh yeah. Oh, die Mitte war nicht so smooth, wie ich dachte. Und nur gut. Ich meine, gut ist besser als schlecht. Das Automat auch jedes Mal kaputt gehen muss, dass du ja nicht nochmal eine Chance hast, irgendwie einen Versuch zu kriegen. Nope, nope. Gestempelt ist gestempelt. Raus hier, raus. Schau mal. Oh, schau mal. Ich dachte gerade, ich kann vielleicht noch irgendwie einen Hater suplexen. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall mal machen will. Nice. Da oben ist direkt unser Abendessen. Kapow! Sehr gut. Und ich glaube, Heilung haben wir nicht mehr wirklich. Ich habe eine Ratte in der Tasche. Es ist nicht so das Festmahl, aber wenn ich es brauche, dann drücke ich mir den Hals runter. Omeno Soto. Wir könnten direkt nach oben gehen, aber lass mal gucken. Ich meine, die Etage ist wahrscheinlich um einiges größer. Da gibt es, denke ich mal, ein paar interessante, vielleicht Baupläne. Von, goddammit, von Waffen, die ich noch nicht habe, die ich haben will. Schwerter oder so ein Scheiß. Revolver, die mehr Ammo als irgendwie 10 Kugeln haben. Ich meine, ich habe Hoffnung. Hier in den Turm gehen, ja? Ich habe noch Hoffnung. Flauschpilz. Schade. Ich dachte, ein Yoga-Pilz. Ich würde mich verrenken, wenn es mir besser geht danach. Oh. Mamne Machi? Mamne was? Okay, das ist dann der Zugang zu der Etage da drüben, oder wie? Okay, ich gehe mal kurz runter, aber einfach nur um zu schauen, was es für eine Etage ist. Ob wir da vielleicht nur einen Händler finden, ob es eine Verbindung zu irgendwas ist. Mamine Machi. Mamine Machi. Crimson Stallion hat einen Jäger in... okay. Von hier komme ich eh nicht ran. So viel dazu. Lass uns zurückgehen. In Richtung Nintendo CEO. Und ich meine, dann haben wir nicht mehr so viele Wege, denn wir haben den Weg nach oben eigentlich schon gefunden und das ist der einzige andere. Also suchen wir die Ecken noch ab, bevor wir dann komplett in Etage Nummer 10 gehen. Ja, ich weiß. Goddammit, wie es mir in die Wunde reiben muss. Da wird gleich einer kommen, der wird dich heftigst verprügeln. Oh Gott, das bist nicht du, oder? Nein, nein, alles gut. Spür den Dampf auf meiner Brust. Das ist nicht so geplant gewesen. Selbst der Satz hätte anders enden sollen, Mann. Geschweige denn der Angriff, den ich geplant hatte. Von langer Hand. Sagt man nur so. Meine eine Hand ist nicht länger als die andere. Bleib doch hier. Ich hätte ihn eigentlich gleich braten können. Hätte ich auch den letzten Schuss aus dem... Oh, fuck, Feuerwerkswerfer gehabt. Heilige Scheiße. Was ist das denn wieder für ein Buffer, Motherfucker? Ich will nicht wissen, was für ein Feuerwerkswerfer. Okay. Yep, yep. Also wirklich spaßiger.
Ah, scheiße. Schusswaffe könnte man einsetzen, aber... Ah, fuck. Oh Gott. Nachladen ganz kurz. Zumindest mal ein bisschen anschlagen. Yes! Oh shit. Pack den Hammer aus. Lauf. Lauf, Gretchen, lauf. Iss, Gretchen, iss. Ich weiß nicht, ob ich wirklich in den Nahkampf gehen will mit dem Typen. Ich glaube, das sollte ich lassen. Ich habe eine Chance, wenn ich langsam vorgehe. Und me, Bro. Solange nur auf mich schießt mit dem komischen Werfer. Ah, fuck. Oh, komm schon. Wie ich die Special aufgeladen habe. Und er macht den smoothen Dance auf meinem toten Körper. Das hat er sich verdient. Ja, ich weiß. Das nehme ich mir jedes Mal vor. Und dann fange ich wieder einen Hammer mit dem Kinn und denke mir, ach, weißt du was? Was für einen Sinn machen all die Gummiadler? Oh, und weg ist er. Du Fucker. Treffe ich ihn irgendwo wieder, taucht er in einer halben Stunde auf, I saw the devil mäßig, verprügelt mich und verpisst sich sofort wieder? Ich hoffe einfach mal nicht. Ah, aber der letzte Angriff alles versaut hat. Ah, da ist er doch, da ist er doch. Hat er keine Beine mehr? War der schon mal so klein? Der sieht winzig aus, Mann. Jetzt aber. Yes, da geht er down. Get fucked. Yay, mein erster toter Jäger und ein neuer Bauplan. Ist gut. Das war jetzt irgendwie nicht so eindrucksvoll, wenn ich ehrlich bin. Der ist halt geplatzt wie alle anderen. Wie eine überreife Traube. Moment. Du besitzt keine überreife Traube, aber ich nehme dich trotzdem mit. Komm in meine warme Tasche. Okay, das war es offiziell mit dem Feuerwerkswerfer. Aber ich muss sagen, er hat gute Dienste erwiesen. Wenn auch nicht wirklich als Waffe, sondern als Grill. Ich meine, manche Sachen muss man einfach zweckentfremden. Omeno Soto. Etage Nummer 10. Und jetzt bin ich echt gespannt. Das müsste wahrscheinlich eine Boss-Etage. Jupp. Jupp, das ist eine Boss-Etage. Warum sind da Füße links? Will ich es überhaupt wissen? Na gut. Aufzug direkt hier davor. Interessant. Ich meine... Nee, ich gehe jetzt noch nicht runter. Jetzt mal ganz kurz die Waffe auswechseln. Ja, nee. Gibt keinen Grund für mich runterzugehen. Ich gehe erstmal weiter und schaue, ob wir direkt dann vor der Boss-Stage landen. Oh. Dude. What? Onkel Tod. Es geht. Du hier. I can't believe you made it this far, Senpai. Ja, oder? This is your first big challenge on your way to the top. What? Der Button jetzt. Ich weiß, wenn man einen Button drückt. Ich glaube, der Button ist nicht das Problem, habe ich recht. Okay. Let's do it. Mal sehen, was da vor uns liegt. Zahnräder? Vor denen habe ich keine Angst. Gott, die bewegen sich. Looks like I got another new visitor. Oh, snap. The nice equipment you got there. I commend your choice of weaponry. But you know where you are, don't you? This is my turf. The first dawn of the Tower of Barbs. And guess what I do to visitors? Kaffee anbieten? Ich fürchte nicht. I
treat them as prey for DOD arms. You won't get this stamp from me without a fight. Ich hab Hammer. Alles gut. Auf einem Zug? What the fuck? Interessant. Der erste Don des Turms. Möchte da hingehen, seinen Ring küssen? Oh mein Gott. Fall nicht runter, sonst stirbst du. Okay. Das ist schon mal ein guter Tipp. Das heißt, kein Respawn für mich. Also, wahrscheinlich schon Respawn für mich, nur der gute Gummikopf. Und so gut hätte er einsetzen können. Du musst nicht wirklich durch den Sturz verbraucht werden, das stimmt schon. Wo ist mein zweiter Hammer? Ich kann doch nicht irgendwie nur mit einem Hammer rumlaufen. Wie soll ich denn der Hammermörder sein, wenn ich nur einen Hammer habe? Komm schon. Da lachen doch die Kinder über mich. Die zeigen mit ihrem nackten Finger auf mich. Ohne Handschuh bedeutet das. Ohne Handschuh. Ungeschützt. Was geht ab? MK2. Oh Gott. Die sind blau und genauso langsam wie die. Nicht wirklich auch viel klüger als die davor. Ja, die riechen auch gleich von innen. Kann ich bestätigen. Leichte Verwesung mit. Oh Jesus, mal auf ein Eisen. Ich dachte gerade, das ist ein verrückter Clown, der auf mich zurennt. El Jarl. El Jarl, das tut weh. Mach doch sowas nicht mit mir. Erstmal ein bisschen. Aufgeladene Bügeleisenattacke, Mann. What the fuck? Eklig, Mann. Hör auf zu schreien. Und zu leise sterben. Okay, ich sollte mich ein bisschen heilen. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Aber vielleicht auch nicht alles an Heilung auf dem Weg verbrauchen, wenn ich hier irgendwie gegen den Don kämpfen muss. Don kämpft nicht mit Fernmitteln, Mann. Wird wohl kaum 1 gegen 1 antreten. Oh, danke. Smooth. Jetzt mal rübergehen. Okay, wer schießt hier aus der Waffe und ich sehe keinen Mond in deinem Ghetto. Was soll das? Eine gefährliche... Oh shit, ich glaube, ich sehe, was du meinst. Oh! Geh auch nach vorne. Ja, die geht auch nach vorne. Danke für den Tipp. So. Okay. Das sollte geklappt haben. Außer das war nicht die Falle, die er meint. Das kann natürlich auch sein. Bin ich überhaupt richtig, Mann? Ah. Das heißt, dann würde ich so darüber gehen. Kann ich damit leben? Oh shit, so ein Typ. Nope, damit kann ich absolut nicht leben, Mann. Das ist nicht cool. Ist eine Tür unten? Würde nicht reinkommen? Ja, doch, die kommen rein. Lass die doch nicht rein, Mann. Alter, schau dir das Todeskarussell an. Ich meine, ich könnte reindroppen und durchlaufen. Oh Gott. Ja, yep. Oder 3-4 Mal getroffen werden. Das ist auch eine Sache, die man mal machen kann. Nicht unbedingt sollte. Holy shit! Holy shit, wie er mich runterwirft! Oh nein, du Fucker! Wo ich jetzt... Komm auf den Anfang? Ja, ich muss nochmal von Anfang. Oh, komm schon, das ist mies. Mit allen Gegnern nochmal, oder? Es ist nur der Weg. Ich meine, da sind Gegner. Jetzt mehr oder weniger sind. Da ist mal dahingestellt. Verdammte Kacke. Das war nicht cool. Ich kann einfach hier lassen. Das wäre nicht eine gute Idee. Wenn er mir nicht auf die Eier geht. Ich glaube, es hat funktioniert. Oh Gott, die Nägel. Nein, ich will kein Baumhaus bauen. Ah, shit. Ja, yep, da war was. Sollte ich mir vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, wenn ich irgendwie in die Abteile komme mit den Fallen. Oh, Don. Was baust du hier für einen Scheiß? Wohnt der auf dem Zug? Das ist so sein Ding.
Ich mag es nicht, die Tür zumachen zu müssen. Jawoll! Hier, was auch immer das ist, es ist alles besser, als irgendwie von diesem Geisteskrank mit seinen gerade Kicks heruntergetreten zu werden. Okay. What? Ah. Halt mal ganz kurz die Seite wechseln. Oh, jawoll! Das war gut. Ist ja Gefahrenzone mit dem Finisher. Ist die Tür tödlich? Ich glaube, die Tür ist tödlich. Glühendes Eisen. Ich meine, gut, ich tausche mal das so aus. Nur falls. Ich mein, wer weiß, wie lange die Stage noch ist und wie krass dann der Kampf ist, der kommt auf jeden Fall. Weil ich schon relativ weit vorne bin, also. Oh, da ist er. What the fuck? What the fuck? Did you just laugh at me, you puke? You're gonna die. Ja, ziemlich. Ich meine, schau dich an, Mann. Ernsthaft, Mann, schau dich an. Deine Arme sind an der Stelle, wo bei anderen Leuten die Ohren sind. Hast du deine Ohren an deinem Arsch? Und ich dachte ja auf den Moment, das ist ein Bart, was du trägst. Einmal nein. In einem fucking Mecha-Suit. Bist du denn bescheuert? Das ist ein Powerloader. Ein Alien. Mit einem Drill. Wie ein Big Daddy. Ach du heilige Scheiße. Max. Oh ja. Oh ja, das ist gut. Das ist eine Attacke, die ich zu schätzen weiß von dir. Mal ganz kurz schauen, wo zur Hölle ich jetzt hier irgendwie eine Möglichkeit kriege anzugreifen. Au. Au. Der ist spitz und lang. Om nom nom nom. Oh fuck, echt jetzt? Hat direkt reingesprungen einfach mal. Yay, ich hab Schaden gemacht. Ah fuck. Das hat auch keinen Platz hier. Gut, okay. Okay. Ja. Nicht so wirklich arg viel Platz hier zu kämpfen, aber ich meine, lass mal probieren. Was bleibt mir anders übrig? Jetzt müssen wir ein bisschen was reinkriegen, auch wenn es vielleicht cheap ist. Wenn das noch nicht mal rafft. Gib ihm mehr, er braucht es. Oh shit, die Cohen-Attacke. Cohen war um einiges einfacher. Wie gesagt, da hat es einfach Platz, hier wegzukommen. Ah, fuck! Das beim Weglaufen. Du kriegst entweder einen Drill in den Arsch. Oder du bleibst am Elektrozaun hängen. Anvisiert spielen ist nicht so die beste Idee bei dem Gegner. Muss sein. Bitte nicht der Drill. Bitte nicht der Drill! Okay, die kannst du machen. Ohne Scheiß, ohne Anvisierung habe ich zumindest so einigermaßen einen Überblick, wo zur Hölle ich überhaupt gerade angreife. Bin schnell genug hinter ihm. Ah, okay. What the shit, was macht er denn? Ich wusste nicht, ob ich die Combo zu Ende bringen kann. Ich hatte Angst, es tut mir leid. Mach die Combo zu Ende, tu es. Jetzt eher noch die Attacke hinterher. Oh, Bitch. Jawoll! Ich hab meinen Stiefel in den Nacken. Ich trage nicht mal mehr Stiefel und trotzdem versuche ich meinen Stiefel in deinen Nacken zu drücken. Da irgendwie ist die Batterie alle bei dem oder? Das ist ein Ding so ein bisschen. Oh, oh, okay. Das ist Taktik. Taktik, mich abzufacken. Ich hätte ihn dropkicken sollen. Ah, shit, ich war mir nicht sicher. Oh shit, das war knapp. Lass mal erstmal den Frosch hier schmecken. Au! Zum Glück nicht gegen den Zaun geworfen worden.
Da kommt er mit der rechten Geraden, Mann. Die kann dir echt den Tag versauen. Auf jeden Fall, Mann. Ich mach ihn fertig. Darf sich nach einer Runde auf seinen eigenen Bohrer setzen. Wobei, der hat keinen Arsch, Mann. Das ist ein Kopf mit Armen. Ja, damit du da. Was zur Hölle gibst du mir her als Gegner? Ist er fertig? Oh. Stempeln. So, jetzt wie vom Einser. Einfach auf den Kopf springen. Oh. Aber die komplette Hohlbirne wegtreten. Finde ich gut. Am Ende des Tunnels. Habe ich doch meinen verdammten Stempel. Yay! Could you be the chosen one? I deserve to be laughed at for this. Schon ein bisschen, finde ich. Ich dachte, du trägst einen Bart, weil du bist weder Frau noch Kind. Aber das waren einfach nur irgendwelche komischen Baumwollfasern, die dir aus Kinn gewachsen sind. Das macht dich nicht gerade sympathisch, würde ich nur damit sagen. Okay, das war interessant. Der erste Don des Turms. Und ich sag mal, wenn man ja so einigermaßen geblickt hat, was er macht, ist er gar nicht so schwierig. Wo zur Hölle sind wir? Okay. Ey, das ist doch die. Das ist doch die eine, Mann. Hallo. Was ist meins? Als Belohnung? Oh, DOD Arms, Blaumetall. Nice. Und ein bisschen Kohle. Gut, ich glaube, bevor ich jetzt hier mit dir rede, gehe ich erstmal ganz kurz hier rüber. Secrets? Irgendwas? Gold vielleicht? Wie so ein Troll mit einem Buckel irgendwie entlanglaufen. Ah, Meister! Bedecke mich unter einem Goldregen. Nein, nicht wirklich. Die Kiste war das Einzige. Okay. Also, ich bin ja schon gar nicht gierig. Das war auch eine interessante Stage auf den Zügen. Fand ich extrem cool. Hey, Lady. Let me snap a photo to commemorate your very first large stamp. Okay. Perfekt. Nice work. Keep it up and you'll be at the top in no time. So you think. Du wirst mir doch nicht in den Rücken fallen, Digga. Du wirst mir doch wohl nicht in den Rücken fallen. Onkel Tod, komm schon, das kannst du nicht machen. Nein, Onkel Tod fällt uns nicht in den Rücken. Das ist mein Bro, Mann. Das würde er nicht machen. Maka Tsumi. Klingt wie köstliches Abendessen. Maka Tsumi. Und es sieht so aus, als wenn wir endlich aus dem Untergrund raus wären. Wow. Du laberst doch, ich bin gerade beim Erdgeschoss. Wow, okay. Wir sind auf der Straße, ich werd bekloppt. Keine Tunnel mehr. Keine Tunnel mehr. Ich freue mich. Es ist die Frage, kann ich trotzdem im gleichen Aufzug noch runterfahren oder ist es nicht mehr drin, Mann? Geht nicht mehr. Nein. Keine Aufzüge mehr, kein Weg mehr nach unten für mich. Kein Ausweg, kein freies Mittagessen. Vor allem keine finale Weisheit für dich, Digga. Wow, okay. Ich habe so lange davon geträumt, aus den Tunneln rauszukommen, dass ich jetzt so geflasht bin, aus den Tunneln raus zu sein. Fuck you, selbst an der Oberfläche. So sieht's aus. Irgendwann werfe ich dir den Hammer entgegen. Na gut, wir sind in Etage Nummer 11. Ich würde sagen, wir gehen zurück ins Erdgeschoss, in den Warteraum. Erstmal ein bisschen Zeug ablegen. Vielleicht ein paar Hosen kaufen. Ja, von Vorteil zumindest Schuhe anzuhaben. Ich meine, jetzt, wo wir auf der Straße sind, Spritzen und so ein Scheiß. Ich weiß ja nicht. Ich meine nur. Ich will nur kein Eichhörnchen-Aids kriegen. Wow. What? What the... Okay. Was genau passiert da, dass ich gerade gegen meinen eigenen... Oh, Jesus! Gegen meinen eigenen Kämpfer kämpfen muss? In Zeitlupe. In super Zeitlupe. Haben sie noch die Schnauze boxen? Mmh. Dass du dich nicht zu sicher fühlst?
Das ist nur eine Prüfung, Gretchen. Weißt du, nur die Harten können nicht warten. Die sind viel zu scharf drauf, sich zu beweisen. Ich weiß nicht, was sie im Garten wollen. Grillen die da, oder? Die Aussage, nur die Harten kommen in den Garten, ich verstehe es einfach nicht. Warum kämpfe ich in Zeitlupe gegen mich selbst? Suda, was tust du mit mir? Oh shit, der heftige Block, Mann. Ist mir nicht erlaubt. Ich meine, bin ja auch ich. Gut so. Weitermachen. Vielleicht ein Dropkick? Oh, in Zeitlupe vorbeisegeln sieht noch lächerlicher aus. Das war knapp. Au, fuck. Warum dieses 3-Minuten-Timing macht mich gerade fertig? Für was genau habe ich 3 Minuten? Und warum blockst du so gut? Okay, ich brauche irgendeine andere Taktik. Die nicht mit daneben springen. Oh, komm schon, aus der Luft geholt. Das hätte so schön werden können. Yes! Jetzt aber! Die Seele aus deinem verdammten sexy Körper prügeln. Oh Gott. Das gilt nicht für mich selbst. Ich meine, der Körper ja, das mit der Seele, nee, die behalte ich. Na komm schon. Na komm. Hör auf zu blocken, block sofort wieder. Ich wollte gerade sagen, die Zeit, nee, die läuft normal. Keine Zeitlupe für die Zeit. Ich bin so gespannt, was zur Hölle die damit anfangen wollen. Oh, da geht noch einer, da geht noch einer. Yes, mit der flachen Hand hinterher. Ich meine, ich habe zwei Treffer gemacht. Mehr als Mrs. Realgrätchen da drüben. Glaube ich. Ich habe nicht mitgezählt. Ich zähle nur meine Treffer. Warum soll ich ihre Treffer zählen? Komm schon, 6 Sekunden. Ein bisschen Liebe für dich. Mmh. Da rollt sie weg. What the fuck? Was genau ist gerade passiert? Ich habe im Aufzug gegen mich selbst ohne Waffen gekämpft für ein klein bisschen Spliffium. So wenig Spliffium, dass es mich nicht mehr wirklich interessieren würde. Okay, warum auch nicht? Von mir aus, tu das Spliffium zu dem anderen Spliffium auf mein Konto. Yay, neue Kiste. Ach, tut gut, wieder im Keller zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Wartezimmer wurde angegriffen, echt jetzt? In der Zeit, wo ich oben war? Ihr Fucker. Wie sie jedes Mal meine Pfannen anzünden müssen. Na gut, okay, Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Wir haben auf jeden Fall jetzt den Ausgang nach oben gesehen. Oh, was ist das denn? Hernia, ein Verkaufsautomat im Tower, der das Notwendigste verkauft. Oh, Soloschutz. Normalerweise zählt das Beenden des Spiels außerhalb des Warteraums als tot. Doch mit diesem Item kannst du dein Abenteuer mittendrin pausieren. Es geht allerdings nicht in gefährlichen Gegenden, also sei vorsichtig. Ah, dann kann man dort weitermachen. Einfach nur eine Plane stellen. Okay. Tryptamin D. Egal wo du im Turm bist, dieses eingelegte Gemüse bringt dich zurück in den Warteraum. Ah, okay. Homeward Boner. Barbfleisch. Ganze Portion Barbfleisch. Oh, Hero on a Stick. Sieht köstlich und heldenhaft zugleich aus. Gut. Ja, wir haben gesehen, es gibt einen Ausgang. Wir sind oben. Das heißt, wir kämpfen uns beim nächsten Mal natürlich weiter nach oben. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was auf uns wartet. Freut euch auf eine neue spannende Folge. Let it die. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.